Der Drechsler ist um sehr vieles näher beim Holz wie ein anderes Gewerbe, weil er eben sieht, riecht, fühlt. Man spürt das Holz, da hast du einfach so viel Feeling. Das ist einfach was Schönes. Ich habe viele Kunden, die mit einer Zeichnung oder mit einer Idee kommen, die sie dann ausführen. Und da muss man die Maße auftragen und dann schauen, dass die Form stimmt. Nicht? Und das mache ich eigentlich zu einem großen Anteil mit der Hand. Nicht? Es sind kunsthandwerklich gefertigte Sachen. Das kannst du anschauen, das kannst du gebrauchen. Das sind Gebrauchsgegenstände. Es ist ja jedes Stück individuell gefertigt, mit schöner Farbe, mit schöner Form. Mit Liebe gemacht, muss man auch dazu sagen, weil ohne Liebe kannst du nichts Schönes machen. Und in der Stadt gibt es eben das Kunst- und Werkgeschäft, wo wir jetzt 18 Aussteller drinnen sind. Und dort kann man eben auch meine Produkte kaufen.